In den letzten 4 Jahren sind Weihnachtsbäume allein im Einkauf Jahr für Jahr um 25% teurer geworden. Vor allem für Händler heißt es deshalb auch 2009 weniger Gewinn, der durch mehr Umsatz kompensiert werden muss. Bei den Kunden kommen diese Preissteigerungen nur in abgeschwächtem Maße an. So kosten in Berlin zwar einigerorts die Bäume ca. 10-20% mehr, aber durch die starke Konkurrenz behalten viele Händler ihre Preise bei, wie hier in Steglitz. Also der, sag ich mal, wenn man jetzt von einer Nordmantanne ausgeht, der 1,60 Meter groß ist, kann man bei uns jetzt im Tannenparadies den Baum zwischen 15 und 25 Euro bekommen, je nach Qualität. Wer sich aber nun entscheidet, 30, 50 oder mehr Euro für das grüne Glück auszugeben, der sollte genau hinschauen. Vor allem Billigangebote zeugen oft von schlechter Qualität. Wie überall gilt auch hier, hinschauen, anfassen und kritisch sein. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also Sie können zum Beispiel von dem ersten Eindruck ausgehen, den der Baum gibt, wenn er, sag ich mal, ganz trocken ist und von einer Palette runterkommt und die letzten 4 Wochen einfach eingesperrt war im Netz, dann sieht er einfach trocken und alt aus. Das merkt man schon. Man kann auch an der Nadel anfassen und gucken, ob die noch gut fest ist. Aber dieser erste Eindruck, die Schnittfläche sollte frisch sein. Und ja, der erste Eindruck des Baums sollte einfach Frische ausstrahlen. Klarer Favorit auch 2009 die Nordmantanne. Viel grüner und in diesem Jahr besonders gut gewachsen die Kiefer. Ob nun als lange Nadel oder kurz und kräftig. Große Bäume gibt es da bereits für weniger als 50 Euro. Die Blautanne ist teurer, aber auch edler. Ihr Vorteil, ein lang anhaltender Duft. Für welchen Baum auch immer man sich entscheidet, bis zum Fest der Feste sollte er noch im Netz bleiben, an einem kühlen Ort stehen und am besten ein Eimer Wasser für die Grundversorgung haben. Dann füllt er pünktlich am 24. ein jedes Wohnzimmer mit seiner ganzen Pracht.